Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenonauts. Wir sind auf dem Weg nach Hause von unserem Einsatz in der Terrormission und werden jetzt, glaube ich, für eine Weile unsere Wunden lecken müssen, wo es geht. Hätte schlimmer sein können. Oh ja, die Heavy Joan, die war interessant. A heavy Joan is a hulking creation of the size of a truck, clad in heavy armor and equipped with a monstrous main cannon. Zum Glück hat sie die ja nie eingesetzt. It is the most fearsome alien units yet seen. Echt? Funny nicht, aber gut. Also das Größte ja, aber nicht most fearsome. One must hope that they do not have too many of them. If it is any consolation, I do not believe it physically possible for the aliens to get much tougher than this. So. There is no question that this report is discussing an alien heavy assault unit. The armor on these beasts is the same stuff as is found on the exterior of alien capital ships, and it's extremely difficult to cut in the laboratory. Thankfully, your man had already punched a few holes in it. Ja, genau genommen ist das Ding in die Luft geflogen. Also das müsstest du eigentlich so in kleinen Teilchen eingesammelt haben. It is present in sufficiently large quantities to force the extraterrestrials to switch to using an anti-gravity emitter to keep it airborne. It is far too heavy to hover using conventional thrusters. Consequently, these units are exceptionally difficult to destroy and best tackled with heavy weapons. Ja, haben wir gemacht. The main cannon built onto the drone should be familiar. As you will previously have encountered it as the primary armament of the Alien Corvette UFO. Okay. Not only is it an eye-watering powerful battlefield weapon that inflicts major splash damage around the initial impact point, it also means the heavy drone suffers from the same energy release issues as its predecessor. The increased size of the drone makes the resulting detonation still more spectacular. It will likely kill nearby units outright. Ja, okay. Gut. Das ist ja alles sehr interessant. Naja, immer ein neues Alien. Ah, du liebe Gott, jetzt geht's los. Also ein Scout, ein Carrier, noch ein Carrier, noch ein Carrier, Strike Cruiser. Aber wie viel wären das denn hier? Okay, also fangen wir mal an. Strike Cruiser ist das Erste, was wir abschießen sollten. Und zwar möglichst schnell. Dann haben wir, oh Gottes Willen, hier Research. Na gut, ihr könnt erstmal noch fliegen. Auch Research. Na gut, ihr könnt auch erstmal noch fliegen, aber hier haben wir. Ihr macht schon wieder Stress. Research, also was macht ihr denn jetzt? Research. Du machst Construction. Da hab ich was gegen. Base Attack, nee, da, okay, Ground Attack ist noch was anderes. Also Base Attack können wir gar nicht gebrauchen. Holt den mal schnell runter. Und den holen wir auch noch runter. Okay, return to base. Aircraft Carrier Ustinov. Escorts bombed by Alien Craft. Das ist nicht gut. Ah ja, das 30.000 hat's gekostet. Ja, da waren wir nicht schnell genug. So, da sind wir nicht. Ach, da haben wir geschossen. Wir sind immer noch nicht schnell genug. Okay. Aber wir haben alles anvisiert, bis auf den popligen Scout. Auto Resolve, return to base. Auto Resolve, return to base.
Auto resolve, return to base. Australia. Auto resolve, return to base. Ah, mögen wir uns wieder. Auto resolve, return to base. Okay, da haben wir immerhin zweimal. Haben wir es über Land erwischt. Warten immer noch auf mehr Battleships. Die scheinen irgendwie nicht so viele zu schicken. Aber vielleicht wird sich das im Laufe des Monats oder des nächsten Monats auch noch ändern. Was gut ist, wir haben ja durch das Communication Array jetzt die Möglichkeit, uns die Battleships auszusuchen. Weil wir ja noch welche brauchen. Mindestens zwei, wenn ich richtig gezählt habe. Vorausgesetzt, der Season stirbt nicht jedes Mal, sonst brauchen wir sogar noch mehr. Ist hier irgendeiner schon abreisebereit? Nee. Okay, sonst noch irgendwelche Aktivitäten? Sieht nicht so aus. Gut. Erste Priority, Interceptor, Scout. Ground Attack heißt also offensichtlich ein Civilian Ground Attack, also ein ziviles Ziel. Und nicht uns. Massive Battleship, Terror. Praetor Reaper Civilian, das klingt nicht schlecht. Weil ganz ehrlich, gut, diese Civilians jetzt in der Terror-Mission hatten keine Battle Rifles. Glaube ich, das waren alles Plasma-Cannons und Plasma-Heavies und so ein Scheiß. Andererseits haben die ja fast immer vorbeigeschossen. Oder erstaunlich oft vorbeigeschossen. Und Civilians sind ja, glaube ich, auch nicht so gute Schützen. Was ich überlege, weil wir müssen ja ein Battleship angreifen. Und wir haben ja gesehen, dass das Season-Battleship war ja ziemliche Qual. Wir müssen damit rechnen, dass der Praetor laut Autopsiebericht psionisch ziemlich gut ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Psi-Gegner. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz gut, wenn wir nicht noch einen oder noch mehrere uns in Form von Seasons aufladen. Also würde ich sagen, Season-Battleships sind keine gute Idee. Dann bleiben Civilian Battleships und Andron Battleships. Das sind nämlich die drei Hauptrassen, wenn ich das richtig überblicke. Andron Battleships haben den Nachteil, dass da Androns drin sind, die ziemlich gut schießen. Verdammt gut schießen. Und ich glaube auch ziemlich gute Reaktionen haben. Civilians hingegen haben den Nachteil, dass da Reaper bei sind, die nicht besonders schön sind. Und dass sie regenerieren, aber gut, sie mit anderen Worten sehr viel Health haben. Aber der Vorteil ist, die sind wirklich nicht besonders gut im Benutzen von Waffen, habe ich den Eindruck. Deswegen glaube ich, das ist eine ganz passable Möglichkeit für uns. Also, wo ist das Battleship? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es. Okay. Dann geht's da mal hin. Intercept. Launch. Intercept. Launch. Carrier. Müssten wir ja eigentlich mit einem. Ja, das hat funktioniert, genau. Das war. Oder? Verwechsel ich das gerade? Probier es aus. Zwei Foxtrotz, das reicht. Indochina hat irgendwie nichts zu tun. Gut. Engage. Oh, na ja, gut.
Egal, also wir halten das ja in jedem Fall aus. Also, das ist ja, das haben wir ja schon bemerkt. Kannst du eigentlich noch? Ja, 56%. Weißt du was, dann knallst du den Anna ab. Oh, okay. Haben wir noch was? Na, come on. Ja, der Harridan machen übrigens dann anderen Battleships auch nicht gerade angenehmer. By the way. Intercept. Also, so, so. Gut, hast du ein bisschen was einstecken müssen. Aber dafür hast du zwei Schiffe abgeschossen, das ist ja auch was. Okay. Auto-Resolve. So, das ist das Battleship. Das hier kommt schon mal weg. Das hier kommt schon mal weg. So, wie lange brauchen wir dahin? Civilian. Leider steht hier nicht, wie viele beim Absturz umgekommen sind. Das wäre ja noch nett, wenn sie jetzt nochmal scannen würden. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, hier auch noch festzustellen, ob die leben oder nicht. 5 Stunden. Das ist gerade Tag. Ne, hier haben wir ja auch einen längeren Tag, weil es ja so nah am Nordpol ist. Gut, dann machen wir erstmal. Carrier. Okay, dann schauen wir nochmal. Ist inzwischen ein bisschen was fertig geworden. Immerhin 2 Mechstorms. Mal schauen, vielleicht wird da noch ein dritter fertig. Das waren 16 Tage insgesamt. Also mit anderen Worten, alle 4 Tage wird einer fertig. Das heißt, nee, müssen noch 22 Stunden warten, das ist zu lang. Okay. Aber ein Maxdom haben wir schon mal. Und du kannst noch ein bisschen Stärke gebrauchen. Du nicht. Bei dir habe ich es lieber. Hier geben wir mal noch eine Rakete mit. Das hatte ich befürchtet. Civilians, da brauchen wir keinen Rauch. Ja, machen das so. Du. Stärke 86, das reicht eigentlich. Dann können wir auf was verzichten. Und wie wir ja auch festgestellt haben, dass diese Granaten sind gar nicht so schlecht. Und Rauchgranaten brauchen wir in diesem Fall nicht. Dann nehmen wir lieber noch so ein Ding mit. Obwohl, wir müssen ja... wir müssen ja auch noch den Kollegen Pretor irgendwie gefangen nehmen. Das ist die Frage, wie wir das machen. Sekunde mal kurz. Ja, ein kleiner Niesanfall. Der muss ja nicht unbedingt auf dem Video sein. So. So. Du hast 4. Ich überlege. Ganz ehrlich gesagt, ob es nicht besser ist, wenn wir uns noch einen dritten Schildträger gönnen. Na,
lassen wir es erstmal. Ich nochmal drüber nachdenken. So, wie bist du ausgerüstet? Hast du eine ganze Menge Rauchgranaten? Das ist zwar schön, aber nicht nötig. Du auch. Okay, nee, jetzt machen wir es doch. Maximieren wir doch die Zeiteinheiten, ist besser. Für alle. Na gut, für dich wird es nicht gehen. Ein bisschen Granaten brauchst du ja. Trainieren wir die Stärke halt mal nicht, aber wir werden ja in jedem Fall die brauchen. Jede Zeiteinheit. So, Binthaus ist ja unser ich mache alles platt Heavy inzwischen. Deswegen würde ich sagen, geben wir dir Equipment, Weapons, Max, mein Gott, so schwierig ist das da nicht. So, plopp. Das kommt alles weg. Stattdessen nimmst du mit. Da. Dann noch ein paar Granaten. So, oh, bist überladen. Das geht. jetzt. So. Lasso, Herz 66, Reflex ist 65. Geben wir es dir erstmal. Die zweite Wumme. Du hast um ein bessere Reflexe und um zwei besseren Held. Damit gewinnst du die interne Ausscheidung. So. Gut, dann können wir noch mitnehmen. Okay. So, dann gucke ich mir jetzt noch mal schlussendlich alle durch. Passt. 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 Passt nicht. Nehmen wir mal davon eine weg. Nee, wir sind hier auf einer Capture Mission. Passt auch. Passt auch. Passt auch. Okay. Gut. Ausgerüstet sind wir. Wieso haben wir drei Plasma-Carbines herumliegen? Halt, 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 halt. Heavy Weapons, Plasma-Carbine. Alles gut. Ach, Carbines, Plasma-Carbines. Diese, ich verwechsel schon wieder Carbine und Caster. Das werde ich nicht mehr lernen. Das ist, nee, geht nicht. Okay.
Gut, ja, da würde ich sagen, sind wir abreisebereit. Sibirien, 5 Liter, ein Puerto. Das wird ein Spaß. Intercept. Überlege gerade, ob ich noch irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen müsste bezüglich des ja zu erwartenden oder zu befürchtenden Mind Controls. Ich meine, wir könnten jeweils unsere Waffen wegstecken am Ende jeder Runde. Wenn wir merken, dass der so gut ist, dass er unsere Leute irgendwie mit Sicherheit umdreht. Aber vielleicht brauchen wir das gar nicht. Okay, also dann, ja, los. Auto-Resolve, turn to base. Airstrike. Könntest du den da bitte noch umbringen? Der stört. Also, return to base. Gefuelt noch. Dreh doch mal um. Dreh doch mal um, dreh doch mal um, dreh doch mal um, dreh doch mal um. Ach, jetzt, wo er umdreht. Achso, dreht nicht um, okay. Können wir da noch mit irgendwem hin? Okay, dann müssen wir erstmal die Mission machen. Okay. Okay, wir haben keine Nachricht gekriegt, dass ein Prätor anwesend ist. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass er tot ist. Was ein bisschen blöd ist. Andererseits brauchen wir die Battleships ja ohnehin. Wir brauchen ja diese Singularity Cores, der für die verschiedenen Sachen, die wir bauen wollen. Hier ist scheint Schluss zu sein. Dann stellen wir dich mal besser hier hin. Und ich hier. Hier geht's weiter. Okay, dann du nach da. So, die Sniper kommen ins Eck. So. Okay. Willkommen in der Eiswüste. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Na gut. Da sehen wir schon den ersten Reaper. Da sehen wir schon den ersten Civilian. Okay. Na gut, da haben wir ja gleich was zu tun. 100% Block.
gleich mal das. Entschuldigung. Nee, das ist keine gute Position. Du geh mal. Hier könntest du sogar noch schießen. Aber auch da wäre der Stein im Weg, deswegen geh mal. Wir sagen hier hin. Das ist dann für die nächste Runde. Und wir kümmern uns, ich würde sagen, erstmal um den, der eine unmittelbare Gefahr darstellt. Und noch ein Snapshot, okay. Oh, wow. Fast. Gott. Brauchen wir den zweiten Schuss gar nicht. Und hier... Wenn du den Baum wegballerst, kannst du hoffentlich drauf schießen. Also. Hau weg das Ding. Gut. So, dann gucken wir mal mit unserem Max Storm, wie der so ist. Der ist ganz schön powerful, würde ich sagen. Okay, hier ist Schicht mit Karte. Hier sehen wir nichts. Hier ist auch Schicht mit Karte. Gut. So, und dich. Guckst auch mal noch ein bisschen. Haben wir noch einen, der mal hier in die Mitte gucken kann. Gut. Das ist eigentlich... Wir können erstmal ja hier stehen bleiben. Schadet ja nichts. Können uns mal ducken, sicherheitshalber. Bringt ja noch ein paar Prozent. Schauen wir mal. Kein Psi-Angriff. Wahrscheinlich ist der Prätor tatsächlich tot. Wäre schade, aber naja. Vielleicht im nächsten Battleship. Wir müssen ja eh... Ich meine, wir könnten jetzt ja theoretisch sagen, scheiß drauf, laufen wieder alle zurück und hauen ab, aber ich meine, den Singularity Core brauchen wir sowieso. Also...
Beziehungsweise wollen ihn haben. Ob wir ihn brauchen, weiß ich nicht, aber. Was mich so ein bisschen verstört, ist, dass wir hier keine Aliens sehen. Das würde nämlich bedeuten, dass alle irgendwie drin sind. Und diese Vorstellung missfällt mir etwas. Schiff sehen. Ach, Schiff ist da hinten erst, okay. Ja, wenn wir Glück haben, sind die alle hier. Okay. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und schauen wir, ob wir hier noch irgendwelche Aliens auftreiben. Weil ich hätte ganz gerne noch ein paar erschossen, bevor wir ins Schiff gehen. Vor allem Reaper. Weil die dürften im Schiff ein bisschen unangenehm sein. Weil wir da keine große Anlauffläche haben für sie. Das ist, die sind im offenen Feld besser. Wahrscheinlich werden sie deswegen im UFO bleiben. Weil sie sagen, fuck you, Spieler. Aber gut, sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann geht's hier weiter in der Eiswüste. Bis dahin, tschüss.